Der Dielenhof in Hart ist eine der größten Geflügelfarmen des Landes. Die Besitzer Barbara Kucher und Horst Moosmann erwirtschaften mit über 3000 Hühnern ihren Lebensunterhalt. Das Paar denkt darüber nach, den Hof zu verkaufen. Seit Jahren gibt es immer wieder Streit mit den Behörden. Die Hofeigentümer fühlen sich geradezu gemobbt. Barbara Kucher und Horst Moosmann halten derzeit 3400 Hühner, teils in Bodenhaltung, teils in Freilandhaltung. Schon um den Hof übernehmen zu können, mussten sie kämpfen. Die Grundverkehrslandeskommission legte sich 2013 gegen den Kauf quer. Dagegen schritt der unabhängige Verwaltungssenat ein mit einem vernichtenden Urteil. Die Kommission sei willkürlich vorgegangen, ihr Bescheid leide an gravierenden Mängeln. Somit konnten Frau Kucher und Herr Moosmann das Grundstück kaufen. Aber über die Jahre hinweg gab es immer wieder Wickel mit den Behörden. Aktuelles Thema ist, dass man die unterschlüpft. Dass man die uns abreißen möchte, weil sie sagen, das sind Gebäude, das sind keine Gebäude, das sind Holzplatten, die wir zusammengeschraubt haben, dass die Nachthänner versorgt sind. Wir kriegen wegen allem kriegen wir Anzeige, was wir da draussen machen. Wir machen eigentlich eh nur eine Hühnerfarm und schon, dass es unseren Hennen gut geht. Dazu heißt es bei der Gemeinde Hart. Dabei handelt es sich nach den baugesetzlichen Bestimmungen tatsächlich um ein Bauwerk. Auf die Aufforderung, dieses Bauwerk einer nachträglichen gesetzlichen Bewilligung zuzuführen, wurde nicht reagiert. Die Aufforderung, das Bauwerk zu entfernen, war die gesetzeskonforme Folge. Das steht nicht am Boden, das steht auf der Palette und dort nicht auf Stühl. Es ist nicht über 80 hoch. Wir haben das selber gemacht, es ist nicht mit dem Boden verbunden. Also ich weiß nicht, wo da. Ich täte einfach auch gerne wissen, wer das entscheiden kann, ob das ein Gebäude ist oder nicht. Die Hennen gehen dort nachts rein, kann man zumachen, sind sie geschützt vor Füchs, Marder, Igel, was wir da draussen haben. Wir sind noch angehalten, dass wir das machen müssen vom Amtsarzt. Und der findet das auch ganz toll, dass wir das machen. Ja, und BH und die Gemeinde werden sie jetzt abreißen. Ein weiterer Streitpunkt, die Straße zum Dielenhof. Die Gemeinde Hart will die von Schlaglöchern übersäte Piste nicht asphaltieren. Das ist nicht gut fürs Geschäft. Weil die ganze Kundschaft das eigentlich bei so einem Werk da reinfahren sind. Wir haben am Anfang eigentlich tagtäglich circa im Halbstundentag sind immer Kundschaften keine Eier holen. Das ist aber leider nicht möglich. Das ist ein unseres Auto. So ein Werk da reinfahren wir nicht. Die Gemeinde Hart dazu? Bei der Zufahrtsstraße handelt es sich seit jeher um eine gekieste landwirtschaftliche Zufahrt. Dieser Umstand war den Eigentümern bekannt. Das ist nur eine Ausrede. Ja, uns hat man zugesichert, dass wir das da machen können, und dann gehört das auch dazu. Entnervt haben Barbara Kucher und Horst Moosmann die Liegenschaft zum Verkauf ausgeschrieben. Und prompt habe die Gemeinde Hart ihr Kaufinteresse bekundet. Dazu heißt es bei der Gemeinde: Die Marktgemeinde Hart hat kein Kaufanbot für gegenständliche Liegenschaft gelegt und wird dies auch nicht tun. Barbara Kucher und Horst Moosmann würden gerne auf dem Dielenhof bleiben. Ob es für sie ein Happy End gibt, ist aber ungewiss.